Ja, da kann aber jetzt keiner was dafür, Freund. Was springst du da auch hin, wo genau das Flugzeug abgeworfen wird? Und hallo und herzlich willkommen zu Halo Infinite. Guck mal, was da ist. Wir gehen dann nachher da gleich rüber. Mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir müssen ja erstmal ihn beseitigen. Da. Das war vollkommen unnötig. Oh. Mann! Sterb doch endlich! Weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das war auch unnötig. Hochrangiges Ziel erfasst, Chief. Ja. Captain Arthok. Und ein wirklich übles, seiner Akte nach. Er hat auf einer Mission 3 OAST-Trupps erledigt. Unterschätzen Sie ihn nicht, Chief. Das Nahführen ist. Das feinfühlige Führen ist nicht so einfach manchmal. Dieses Bungee da oder dieses andere Ding da, das stört. Aber Treffer. Krieg dich. Ich krieg einen Krampf im Finger. Ziel eliminiert, aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt die Crew. Erwartet war Arthok ihn nicht gewachsen. Zumindest von mir erwartet. Er war bestimmt überrascht. Arthok hat in den UNSC-Kolonien jahrelang Chaos angerichtet. Kein Zweifel. Ah, guck mal hier. Er hat bekommen, was er verdient. Was haben wir denn hier? Wie heißt denn das Ding? Noch mal gucken. Rückprallzerstörer. Oh, dann behalten wir den mal. Mal gucken, ob der gut funktioniert. Der Rückprallzerstörer. Ne, wir kämpfen uns weiter vor. Jetzt geht es ja natürlich einfacher, wenn man ein Fluggerät hat. Aber man kann auch schneller was übersehen, ne? Man kann. Ja, vielleicht. Ich höre dich doch. Da ist noch was anderes. Wir gehen jetzt mal dahin. Mann! Die Musik ist jetzt absolut störend. Da unten, ne?
Cool. Hier ist Griffin an FFG 525, Reverie. Hören Sie mich? Griffin, Sie sind schwer verletzt und Ihre medizinischen Systeme sind offline. Begeben Sie sich sofort in Behandlung. Öffne verschlüsselten einseitigen Kanal zu Reveries drehungsgerichtetem Transmitter. Verschlüsselte einseitige Übertragung bestätigt. Sie können aufzeichnen. Die Mission ist gescheitert. Asheron hat uns die ganze Zeit erwartet. Malik, Pelago, Saka, tot. Hören Sie, Reverie. Asheron hat fast alle verfügbaren Soldaten und Mittel mobilisiert. Nur noch ein Ziel. Nicht den Sieg. Keine Evakuierung. Nicht mal überleben. Wir müssen den Verbannten diesen Ring entreißen. Um jeden Preis. Übertragung gesendet. Unsere Beute ist hier! Ich glaube, der Bungee macht jetzt nicht mehr lange. Die Wespe. Die Wurst. Ich springe endlich raus. Was anderes habe ich jetzt auch nicht gemacht. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Die Waffe habe ich genommen. Aha. Ich habe Spielzeug. Der ist auch schon tot. Ich nehme hier nochmal Spielzeug mit. Ein Wurfzeug. Was sollen wir denn hier machen? Da sollen wir Dinge kaputt machen. Aha, und das wird von dort und dort. Wow. Hallo? Die Mauer des gespaltenen Tors nicht durchbrechen. Hallo? Wo seid ihr? Ach da. Ah, hier sind überall so eine Dinge. Sind hier unten, ne? Hä? Hä? Ich sehe hier gar nicht durch. Versteckt sich. Nirgendwo. Zweitwaffe. Aber ich verstehe das jetzt hier noch nicht so ganz. Da können wir rein. Da können wir einen kaputt machen, glaube ich. Oder geht der auch nicht kaputt? Ist ja auch mit Kraftfeld geschützt.
Nein. Das erste Tor ist erledigt. Noch zwei. Das Tor durchbrochen. Unmöglich. Alles rüber, die Falle. Haben wir hier noch irgendwo eine andere Zweitwaffe? Ja. Hat ja viel gebracht. Wir sind erst sicher, wenn wir ihn finden. So. Mann! Wegen 3 mm! Aber der Schrei, der entschädigt wieder für alles. Hier höre ich doch was. Ich habe gesagt, wenn ich die höre, gehe ich gleich hin. Und suche die. Hier gucken wir auch noch. Hey, Svaro. Da Sie und Ihr Team praktisch einen Guerillakrieg gegen diese verwandten Konvois führen, wollte Spartan Griffin, dass ich diese Infos weiterleite. Wir beobachten eine signifikante Zunahme von Bewegungen am verwandten Außenposten bei den Graben. Und mit signifikant meine ich gewaltig. Wir denken, es hat etwas mit dem Grat des Rings zu tun. Vielleicht ist es Forschung. Vielleicht versucht Asheram dieses Ding zu flicken. Das ist noch unklar. Aber wenn Sie und Ihr Team die Verwandten treffen wollen, wo es weh tut, dann finden Sie die Konvois auf der anderen Seite des Grabens. Sie bewegen sich langsam. Leichte Ziele für ein Ass wie Kovan. So, das haben wir jetzt auch gehört. Erst hier, ich halte. Drinne? Ah, hier kommt man rein. Hör doch auf!
Aua. So, wollen wir mal gucken. Ist das hier jetzt da oben auf? Ich weiß nicht. Ich sollte irgendwelche Tore öffnen. Nö. Was sollte das jetzt? Mann. Da oben zeigt er mir auch was an. Aha. Aha. Dämon, du kämpfst mit mir. Dürfen die Mauern des gespaltenen Tors nicht durchbrechen. Wo sind die? Wie gerne. Ah, Mann. Mich an den Geruch menschlich. Das ist doch die zwei. Ich mach dich nieder. Scheiße. Eins. Ich habe zu viel rumgespielt. Ich wollte hier mit den Sensoren irgendwas. Da ich das aber nie benutze, weiß ich hier nicht, wie das geht. Dieser Ort beschäftigt uns noch immer, Brüder. Aufklärer am großen Grad haben bestätigt, dass der Ring große Fortschritte bei der Selbstreparatur macht. Eins ist klar. Wir müssen den Dämon nur lange genug aufhalten, bis der mächtige Ring wieder intakt und unter unserer Kontrolle ist. Auf ihn müssen wir unsere Kräfte richten. Wenn der Spartan tot ist und er wird sterben, dann steht uns nichts mehr im Weg. Das ist eure letzte Chance. Hä? Hätte jetzt erwartet? Ach so. Der fliegt einfach hier, ne? Muss ich ihn jetzt hin? Da oben. Das ist ja scheiße. Kann ich auch hier durch? Nee, kann ich nicht. Du hast deine Befehle. Du machst mich wütend. Brüder! Ganz einfach! Okay. Mit so einem Vogel habe ich gar nicht gerechnet. Mist. Zeigt der Galaxie, dass nur die Verwandten bestehen, wenn alles endet. Aha.
ist noch das was. Das UNSC kann sich nach Monaten wieder frei auf diesem Teil des Rings bewegen. Die Verbanden haben ein lang besetztes Gebiet verloren. Und sie haben es ganz allein erobert, Chief. Wenn Asherim bisher nicht besorgt war, sollte er es jetzt sein. Ach ja, so. Wollen wir mal weiter gucken, was hier so ist. So, jetzt gucken wir mal. Upgrades. Wir brauchen mehr Daten, um die Blutsvetter-Sequenz zu rekonstruieren. Finden wir die übrigen Teilsender. Das war eben komisch. Ich habe jetzt kein Fluggerät mehr. Ich werde jetzt erstmal hier diesen... Was wollt ihr denn von mir? Ich habe euch alle getötet. Arrogantes Volk. Das ist nämlich euer Problem. Ihr seid total arrogant und überheblich. So, jetzt habe ich es euch gegeben. Was hast du für eine Waffe? Die ist gut. Da, hört ihr das? Die sind alle tot. Ich habe die alle umgebracht. Das ist mein Kriegsschrei. Das ist dein Kriegsschrei? Das war dein Kriegsschrei? Ja. Und nu? Jetzt liegst du hier im Dreck. Wie deine Kameraden. Ja, alle. Großmäuligen hier. Das ist da oben irgendwo. Ich gucke mal, ob hier irgendwie vielleicht ist hier ein bisschen... Nein, das ist ein Auflader, ist hier nicht. Bring hier alle um. Er ist kein Krieger. Willst du es mit mir aufnehmen? Oh, Entschuldigung. Ja, Hochmut kommt vor den Fall, ne? Würde ich sagen. Was hier eindeutig belegt ist. So. Hier war Muni für die Waffe, das ist gut. Ja. Ja, wir haben einen Plan und der Plan heißt, wir müssen nach da. Denn wir brauchen dort diesen... Wie viele Schädel sind denn hier? 4. Ach du Scheiße. Mal mal gucken. Der ist da oben. Ist der hier? Warte mal. Nee. Nee? Kann das sein? Hier oben ist auch noch was, siehst du? Ich muss nachher hier erstmal wüten. Da ist dieses Gestell. Nee, das ist der Schädel. Aber hier ist auch noch einer. Wartet mal. Gleich hier vorne. Hier so ungefähr. Da laufe ich sowieso dran vorbei. Also wenn ich bei dem bin, dann, ja, da müsste der sein. Dann melde ich mich, ne? Und dann brauchen wir das Ding. Dann können wir uns hier die Sequenz holen. Und wir können uns auch den da holen. Und da oben ist auch noch was. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Tschüss!